Funtime im Einser. Ist mein Geburtstag, muss das werden Zufall, bitte. Ich sag's gleich, bitte, ich war's nicht, ja? Da ist jetzt überhaupt nichts lustig, ja? Er lebt nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Der Roland ist ja sowieso der beste Schauspieler in der Szene. Nach der Schule Dorfer Thüringer schafft man alles. Für mich ist er immer so ein Spiel der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass ich das notwendig habe, bitte. Und er ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Bühne frei für, wie heißen Sie eigentlich? Thüringer. Vorname haben wir keinen? Oh ja, geht's hier aber nichts an. Und dann aber kam der heilige Moment der Geburt. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Geburt dabei? Das interessiert mich jetzt. Ah, jeder? Na, Moment. Na, die eigene rechnen wir bitte nicht dazu. Ganz einfach deswegen, weil da fällt ja wieder vor dieser Efe. Was ja gut ist, weil ehrlich, ich meine, wollen Sie da dabei sein? Ich meine, das ist nicht groß. Ich mein, da müssen Sie überlegen, da müssen Sie durch. Das, das ist geil. Okay, Alter! Ich häng, sag ich dir! Ich häng, sag ich dir, Trottel gespielt! Ich häng, sag ich! Ja. Und es war so, ich bin immer 63 Jahre alt und bin aufgewachsen im 10. Bezirk, weil das Auto hat schon damals mein Leben bestimmt. Ja, also anerzogener Autoholiker sozusagen. Und hab dann mit mir selber zum Beispiel immer Auto erraten gespielt. Das heißt, ich bin gesessen mit so einem Erkerfenster gehabt, bei der Quellenstraße. Da hat die Quellenstraße, bevor es zu unserem Haus gekommen ist, eine Kurve gemacht, was gut war, sonst war der Sechser nämlich genau in unser Haus reingefahren. Also insofern war die Kurve eh gut. Und jetzt habe ich immer mit mir selber Auto erraten gespielt. Das heißt, ich bin da gesessen und habe immer geraten, was für ein Auto als nächstes um die Ecken kommt. Wenn ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel VW Käfer, war ich feig, weil das war eine 90%ige Chance. Weil das war, ja, Opel Kadett war ich auch erhöht, nicht? Wenn ich gesagt habe, Fiat war ich wirklich erhöht. Da war ich genauso erhöht wie der drin gesessen ist in einem Fiat. Also, wir sind ähnlich aufgewachsen. Er ist im 10. Bezirk im Gemeindebau aufgewachsen und ich im 23. Also unweit. Damals natürlich eine weite Wegstrecke, weil die Öffis noch nicht so großartig waren. Aber damit war es fast das gleiche Biotop. Das war Samstag mit dem Schulhaus, ich renne oben auf die Straßen, hab gerade so eine Mutzgade, ja, wirklich eine Mutz, ja, weil gerade die Mutter vom Geschissen, an dem ich im Plan geholt, dass ich glaube 10 Minuten lang in der Parklücke reingekantelt hat. Die hat nämlich eingepackt ohne Lenken, das muss man gesehen haben. Nein, die hat nicht gelenkt, die hat nachgeschoben, so. Scheinbar angerannt, ja, ich bin gleich hergegangen, hab genommen die Schultasche vom Geschissen, hab's ausbeilt, ja. Bin auf den so ein Federpenal umeinander gepufft. Jetzt nicht besser oder was, nur einfach auf hinmachen halt und so, ja. Und wie gerade die Tinten aus der Pelikan so ausgespritzt, höre ich von weiter Ferne diesen unverkennbaren typischen Boxerklang. Mein Vater mit einem alten Erbsenspeibgünner, 59er Käfer, kommt um die Ecken, ja, ein 30er ohne Hitzeschild. Der hat mich früher noch nie von der Schule angeholt, weil es nicht notwendig war, weil wir ums Eck gewohnt haben. Und haben so eine gute Idee gehabt, ich und die Mutter waren gerade Großeinkauf machen, einmal im Monat beim Bam Bam. Ja, war damals so üblich. Und am Heimweg haben sie gedacht, na, da hol ich meinen Buben, na sicher, da hol ich meinen Buben, da gefreut er sich, na sicher. Die ganze Klasse ist gestanden im Spalier. Hitlerbugel, Straßendudel, Kugelbursche. Nein, ich bin geniert, ja. Ich bin da hinten drin gesessen, in diesem erbsenspeibgrünen Geschwür zwischen den Bam-Bam-Sackeln. Bulli, ist irgendwas? Ist das schlecht? Magst du Apfelhahn vielleicht? Nein, ich mag Apfelhahn. Dabei, den alten Käfer, den hätte ich vielleicht ausgehalten. Ja? Nur, mein Vater hat genau um 17 Minuten länger zum Auspacken gebraucht als die Mutter vom Geschissenen. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat, waren die Geschichten aus seiner Kindheit, wenn er beschreibt, wie er aufgewachsen ist, dass er eigentlich sehr behütet aufgewachsen ist, mit Eltern, die immer Angst hatten und ihn vor allem schrecklichen Dingen bewahren wollten. Muss mich schon wieder ärgern mit euch zwei, der Bube, ja. Was hab ich gehört, was er werden wird? Er wird Autorennfahrer, ha? Von wem hat er denn das, ha? Na, von dir sicher nicht, du Grobler, gell?
Du hättest gescheit reden, hat dich keiner gefragt, was? Oh, Rennfahrer. Glaubst du, das ist lustig? Huh? Den ganzen Tag deppert mit 200 im Gras übereinander fahren. Genau, Bulli, du, wenn du im Gras fahren willst, dann kannst du ja gleich zur Straßenbahn gehen, wie der Onkel Willi, nicht? Ja, zur Straßenbahn, wie du gehörst. Der Bub macht die HTL. Hm, haben wir uns ja ausgemacht. Ja, nicht mit dir, mit der Mama haben wir es ausgemacht. Zwei Drittel mehr, das ist der Pächter, was haben wir Demokratie, ne? Auto, Rennfahrer, mir scheint, hörst. Glaubst du, es ist bequemer Rennauto oder was? He? Genau, Pulli, du, da hat der Papa recht. Was glaubst du in so einem Rennauto, wie es da zieht? Du, da bist ja nur verkühlt. Auto, Rennfahrer, ist blöd. Magst du nicht lieber einen Apfel haben? He? Nein, ich will keinen Apfel haben. Ich finde das ganz interessant, dass dann Eltern, die so ängstlich sind, so ein Kind hervorbringen. Also nämlich ein Kind, das dann eben gar keine Angst hat oder scheinbar keine Angst hat oder eben dann Motocross-Fahrer wird, was ja besonders gefährlich ist oder was dann sozusagen den Weg auf die Bühne wagt, ist ja auch nicht ohne Risiko. Der Herr Thüringer war im Burgtheater, Gardrober, und der Herwig war damals im Burgtheater engagiert. Zwar nicht lange, weil er das nicht wollte, aber da haben sie sich gerade kennengelernt. Ich war damals, ja, wie alt war ich, 11, und der Herwig war, wurscht, um das geht's nicht, aber... Weißt du, wenn aber jetzt schon wieder die Stangen geholt bis... So geht nicht mehr. Nein, wir kennen uns durch meinen Vater. Ja, mein Vater nimmt ein bisschen einen eigenen Job. Also Job ist jetzt ein bisschen übertrieben als Beamter. Hm? Und er ist Garderobe im Burgtheater. Also nicht so eine Garderobe, der was den Leuten ins Theater kommt und das Gewand abnimmt und dann einen Zettel dafür gibt und am Schluss von der Vorstellung wieder austauscht. Ich meine, das ist jetzt eh nicht mehr so, jetzt sind sie schon in der Pause wieder austauschen, nicht? So eine erste Garderobe für die Schauspieler. Weil die können sich nicht anziehen dann selber. Der Anfang war ja, hat ja über die Motorräder stattgefunden. Weil man der Herwig selber hat diese Leidenschaft also aufgenommen und hat sie unterstützt vom Roland. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und zuerst war ja vom Schauspiel mehr oder weniger keine Rede. Aber dann ist das also mit der Zeit gewachsen, dass sie miteinander dann eben auch ins Schauspielstudium gekommen sind. Die erste Begegnung war im Waldviertel. Und zwar deswegen, weil der Herwig Söböck, unser beider Mentor, einen gemischten Workshop gemacht hat für Schauspielerinnen und Schauspieler des Reinhardt-Seminars und für so ein paar versprengte Verrückte, die nicht am Seminar waren, sondern halt mit dem Herwig in Kontakt standen. Und das war eine Scheune in der Nähe von Litschau. Und der Herr Thüringer hatte damals lange rote Haare, und zwar bis daher, und einen bunten VW-Käfer und hat mir von Anfang an gut gefallen, weil er einer der wenigen Humorvollen auf diesem Workshop war. Das Einzige, was mir vielleicht anrechnen kann, dass ich irgendwann mein Talent erkannt habe und damals nicht auf die anderen gehört habe. Das war das Allerwichtigste. Bist du wahnsinnig, hörst? Also das Schauspieler, ich meine, du hast ja... Was sind das für Flausen? Das ist ein Hirngespinst, bitte. So denkt doch kein normaler Mensch. Jetzt hast du die HTL gemacht, Maschinenbau. Willst du dein Leben weghauen? Willst du das weghauen? Warum tust du mir das an? Ich weiß nicht. Ja, der Opa kennt einen Ingenieur bei der ÖMV. Der hat schon geredet mit dem, bitte. Mit der ÖMV. Ja, ich weiß nicht. Ein staatsnaher Betrieb, diese Chance kriegt der Mensch einmal im Leben. Ja, ÖMV, bitte. Ja, 14 Monatsgelder bei der ÖMV. Ja, und Schwächert ist nicht so schier, wie es ausschaut. Ich weiß nicht, was du hast. Meine erste Begegnung mit Roland war vermutlich, weil genau erinnern kann ich mich nicht mehr, obwohl das Langzeitgedächtnis eintreten sollte, aber es war ganz sicher beim Herwig Seeböck in der Gruppe, wo alle, die am Rennerseminar durchgeflogen sind, sich in einem Auffangbecken befunden haben. Es ist schon interessant, was sie da getan hat in den 80er Jahren. Also er war halt Teil von dieser ganz kleinen Anzahl, von dieser Handvoll Leuten, die damals das neu erfunden haben. Und in der Gruppe Schlabberé, dass die sich gefunden hat, ist ein Glücksfall für sich. Und er ist Teil davon. Und die haben damals ein Kabarett, eine Form des Kabarets entwickelt, die es bis zu dem Zeitpunkt nicht gab. Das war damals die Andrea Händler, der Wussinger und ich.
Und der Roland ist dann dazugestoßen, weil es war klar, er geht nach Kaisersteinbruch und rückt ein zum Bundesheer. Und wir haben gesagt, er soll das aufschreiben. Weil das Bundesheer ist sicher Satiretag. Wer ist der Nächste? 374. Wie ist es das da herstellen? Weiß ich noch nicht benutzt, oder? Nein, aber Anzug hat's schon. Grüß Gott. Es hat geheißen, ich soll jetzt am Schluss bei Ihnen das Untauglichkeit zeigen. Ich sage ihm, das ist von meinem Hausdoktor. Und der schreibt, ich kann nicht einrücken, weil ich diverse Leiden habe und ich deshalb wie untauglich bin. Wunderbar. Freunde Würmer, wenn wir schon so einen Käsezettel zur Stellungskommission mitnehmen, gehen wir den logischerweise am Anfang von der Partie ab. Ne? Und nicht am Schluss, wenn schon alles gerinnt ist. Gell? Also, beim nächsten Mal. Dummels von links war dann schon, da haben wir schon eine Spielzeit gekriegt. Allerdings war es manchmal aufregend, weil wir waren ja zu viert und es waren manchmal doch mehr Leute im Publikum, nämlich sieben. Also wir haben auch vor sieben Leuten gespielt und das kann ich mir genau erinnern. Und das war kein Drama damals. Einerseits war es eine angstvolle Zeit, weil man ja überhaupt nicht erfahren war, was Bühnenpräsenz betrifft. Die verschiedenen Formen von Publikum, die verschiedensten Räume, die verschiedenen Orte, die verschiedensten Reaktionen. Es war angstbesetzt. Beim Roland übrigens nicht. Roland war von Anfang an ein sehr, sehr gelassener Künstler, ein sehr gelassener Interpret, weil er aus irgendeinem Grund entweder Vertrauen hatte, dass es klappt, oder irgendwie eine zweite Möglichkeit in der Hinterhand hatte, wahrscheinlich weil er Ingenieur ist, dass er wahrscheinlich den Ingenieurberuf dann weiter hätte führen können. Na, Sie wären schon um 9.15 Uhr dran gekommen, wo waren wir, Bursche? Hä? Ja, bitte, da kann ich aber nichts dafür, wie die blöd ist mit den Wiederbelebungsversuchen, ja. So lange herumtun, bitte. Maria Magdalena, kannst du die deutsche Reisegruppe übernehmen, die vom Flugzeugabsturz? Bist du drin? Danke. Und dreh vielleicht das Hintergrundgeräusch ab, das ist wie beim Biller da, danke. So, Wagner. Ja, bitte hier. Beruf? Beruf? Ja, also Beruf, bin ich eigentlich jetzt intern fix zur Post gekommen geworden, wenn es gewesen wäre. Ja. Das ist schon ausgemacht, aber ins Bein habe ich noch vom Papa gelebt. Aha. Ja. Sind wir die Liebsten? Na, Sie brauchen da aber nicht blöd die Kuh aufreißen, bitte. Wie Sie haben ja überhaupt noch von Ihrem Papa profitiert. In der Kulisse war es so, der hinter der Bar arbeiten musste im Saal, war angewiesen, nicht auszuschenken, aber während der Vorstellung musste man drinbleiben. Und es war immer schon, wir waren zu zweit und es war immer schon Indikator, wie gut was ist, wenn beide dann drinstehen und zuschauen. Und wir sind bei Schlabberet meistens beide gestanden. Der Roland hilft einem einfach nur durch sein Sein, dass man besser wird, weil der einfach so ein 500-Volt-Maxl ist. Also der, weiß nicht, der hat ein Energielevel, da kann man nicht daneben halbert fahren. Da muss man immer, das ist immer auf Power. Also das macht den Roland aus. Und jeder, der nach dem Roland seinem Atombild von links beim Bundesheer war, konnte spätestens dann das Programm auswendig. Und das habe ich aber halt so schön gefunden, weil das war wirklich ein Theaterstück aus dem Leben. Ja, nicht aufgesetzt, weil der Roland war dort, hat es dann geschrieben und hat denen gesagt, wie es da draußen zugeht. Und also insofern habe ich das alles auswendig gekonnt, die Programme vom Roland. Künstler, neue Lage. Zwei Tage! Hey, grüß den! Jetzt aus dem Kackbissen auf mein Kiewe! Hallo! In nomine Patri! Es Spiritus Sancti! Hier ist Rambo! Was ist? Soll ich da Karten schicken für meine Premiere? Wo fährst du hier voll nach Frankreich? Was? Theater. Ach so, was? Tut das schon spielen? Hm. Na, echt so voll super? Bissl. Echt was? Na komm, ist es lustig? Hm. Ja, na unbedingt. Ja, da komm ich auf jeden Fall. Aber weißt du, ich muss zwei Karten reservieren, weil mein Alter, weißt du, du bist schon Fan von der, nicht? Man hat schon gesagt, du hast einen Künstler, sehen wir mal im Fernsehen, nicht? Ja, Seitenblick oder sowas super, nicht? Ich hab die Fernsehaufzeichnung von Atombilds von links gemacht, nachdem, da habe ich den Roland auch besser kennengelernt, mitsamt dem Fred,
weil ich nicht verstehen konnte, dass das Fernsehen damals nur ganz wenige Bühnenprogramme aufgezeichnet hat und die Auswahlkriterien waren mir nicht nachvollziehbar. Und ich fand es großartig, was sie da gemacht haben und habe dann eben in meinem Umfeld, also die Menschen, die ich kannte, Geräteverleih, Kamera, Tonmenschen, dazu überredet, dass sie mit mir hier in diesem Saal, in der Kulisse, das Bühnenprogramm Atombits von links aufzeichnen. Und auf einmal läuft beim Dorfer im Vorzimmer das Telefon. Weil damals war es noch so, dass du im Vorzimmer das Telefon gehabt hast und nicht einstecken. Das war nicht gegangen wegen dem Kaffee und so. Es läuft halt die Nebenstelle beim Dorfer im Vorzimmer und er hebt halt an und so Dorfer und auf einmal merke ich, wie er ein bisschen blass wird und nervös. Denke mir, da ist irgendwas. Ja. Und ich stehe so und schaue halt ins Vorzimmer, was er da tut. Und er teilt mir schon. Sag ich, was ist was? Der ORS! Nein, wir waren fertig. Sensationell, dass der ORF bei dir anruft. Das glaube ich, ist ein Scherz. Also, das, hier spricht Peter Hofbauer vom ORF. Und ich muss sagen, Dorf hat geschäbert, ne? Ja. Hab er gesagt, er soll nicht gleich ja sagen, sondern ein bisschen so auf, na ja, schauen wir mal. Na ja, nein, nein, nicht gleich auf, ja, bitte, unbedingt. Halber, da musst du schon ein bisschen so auf, na ja, wann ist denn das? Ach so, ja, das ist schlecht. Das ist, weil da haben wir, glaube ich, an den Abend haben wir einen Tisch, den ist Tisch reserviert, aber vielleicht, dass man das so ein bisschen auf uninteressiert. Und dann sagt er auf einmal am anderen Ende der Leitung, der Herr ORF sagt auf einmal, sie bieten uns, und da sind wir halb ohnmächtig geworden, sie bieten uns für diese halbe Stunde 15.000 Schilling plus Umsatzsteuer. Und wir waren fertig. Wir waren fassungslos, weil wir haben nicht gewusst, was eine Umsatzsteuer ist. Also all das stimmt so, wie es war. Und wir haben so viel gelacht. Im Vorzimmer der Dorf und ich. Über den Trottel. Für eine halbe Stunde. Und der hat gelacht. Nicht? Der hat sich angehört. Nicht? Der kriegt eine Sendezeit eine halbe Stunde um 15.000 Schilling. Also für einen guten Film zahlen sie mal 8 Mille. Und der hat gelacht und wir haben gelacht. Und alle haben Freude gehabt und alle waren glücklich. Nicht? Irgendwann hieß es, es gibt die Premiere eines Stücks von der Kabarettgruppe Schlabaré und das Stück heißt Muttertag. Und das haben wir dann angesehen und es gefiel mir sehr gut in vielfacher Hinsicht. Und wie man weiß, waren da außer dem Roland Thüringer, der Fred Dorfer, der Reinhard Nowak, die Eva Billesich und der Andrea Händler beteiligt. Und die haben da schon ziemlich viele Rollen drinnen gespielt und wie sie das getan haben, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann mir eingebildet habe, der gleichnamige Spielfilm müsste auf einem ähnlichen Konzept basieren. Kinder, setzt euch nieder. Ihr habt doch sicher schon alle eure Muttertagsgeschenke vorbereitet, ha? Ja, sicher. Ich habe meiner Mutter ein Seidentuch bemalt. Wie du deine Mutti keine Freude mit dir haben, wenn du das Seidentuch bemalst. Dann glaube ich aber eher, die Michaela wird keine Freude mit dir haben, wenn du da heimlich rauchst. Und bitte! Bitte, wer raucht? Da raucht jetzt sicher niemand, Karli. So, und du, Mischa? Was hast du Schönes für deine Mutti? Ich habe was gebastelt. Da gibt's jetzt sicher nichts blöd zum Lachen. Das ist sehr schön. Was denn? Ein elektrisches Küchenmesser. Filmerfahrung bis zu diesem Zeitpunkt hatte hauptsächlich der Alfred Dorfer, der hat relativ kurz vorher Indien gedreht mit dem Josef Harder und war irgendwie nicht von Personen, damit da kein Missverständnis entsteht, aber er war vom Drehen, vom Filmedrehen und auf dem Set sein traumatisiert und musste dann von mir, obwohl alles geklärt war, nochmal überredet werden, dass er da mitspielt. Und er hat gesagt, okay, aber ich spiele nicht diese 4 oder 5 Rollen, die für mich vorgesehen sind, ich spiele genau eine. Dann habe ich ihm noch eine zweite herausgerungen und alle anderen Rollen hat mit ziemlicher Freude und ziemlicher Ruhe Roland Thüringer übernommen. Sterich? Nein? Na fein. Sehr schön. Na, wird das was beim Vergränzchen? Es wird reichen. Sehr schön. Sie könnten mir da vielleicht noch einen kleinen Gefallen tun.
wenn Sie sich vielleicht ein bisschen in Positur stellen könnten. Ja, eine kleine Ankündigung fürs Papplatt. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, weil wir wurden ja so viel umgeschminkt. Also ich glaube, es war die größte Herausforderung, was für die beiden Maskenbildnerinnen, oder für die drei eigentlich, weil die mussten ununterbrochen uns tippetoppe schminken und das haben die gut geschafft, weil ich weiß, dass manche Leute das im Film teilweise nicht mitgekriegt haben, wer war, was ich super finde. Außer der Roland. Ich glaube, der Roland ist schon fix fertig mit Zeichnungen gekommen, wie er sich das vorstellt, wie er ausschaut. Der Roland ist so strukturiert, dass er einer Maskenbildnerin nicht einmal viel Chance zur Kreativität gibt, denn er weiß schon ganz genau, wie er alles haben will. Also ich glaube, der würde am liebsten alles selber machen. Aber er kann es halt auch. Gut. Adresse. Ja? Das geht im Original genau nicht so. Mischen Sie sich Ihnen nicht hinein. Entschuldigen Sie, mir ist das alles eh so schrecklich peinlich. Wirklich, ich mache sowas normalerweise ehrlich nicht. Ja. Es ist nur, bitte sagen Sie mir nicht an, ich bin doch im Pfarrgemeinderat. Todesstrafe für Ladendiebe. Sie, ich habe Sie abgemahnt, weil Sie sich hineingemischt haben. Und jetzt haben Sie sich wieder hineingemischt. Pull den nicht auf, aus den netten Bär. Na, das... Ich hab noch geschaut. Bitte gerne. Wiederschauen. Jetzt zeige ich Sie an wegen Ehrenbeleidigung. Blade, mach's mit dir. Seien wir uns nicht böse, der Opa im Muttertag ist. Es ist. Ich weiß nicht, was da seine Vorlage war. Ich weiß nicht, wen er da gespielt hat. Aber der Opa im Muttertag ist einfach. Das ist so göttlich. Das kann man nicht. Das sind so Sachen, die sind in den österreichischen Sprach. Ich sag's gleich, ich war es nicht. Ist österreichischer Sprachgebrauch. Willi, was macht denn? Geh los, der schläft und der Willi. Bitte, ich sag's gleich, ich hab mich nicht auf ihm draufgesetzt, ja? Ich war's nicht. Papa, der Opa hat den Willi tot gemacht. Ja, das ist he. Schlaft der Willi. Opa, du Sau! Muttertag zum Beispiel war was, da war es leider so, Männer sind stärker als Frauen gewesen damals. Wenn ein Mann was wollte, war klar, er hat bestimmt, der Roland hat bestimmt, er ist der Großvater. Ich wollte wahnsinnig gerne die Großmutter spielen, aber war nicht machbar. Und wir wissen alle, wie super die Opa-Rolle war. Ich bin halt die Mama gewesen. Am besten sieht man es beim Muttertag. Da sieht man es aber bei allen Darstellern und bei den Darstellerinnen, wie wandlungsfähig man sein kann, wenn man erstens kreative Köpfe lässt und zweitens, wenn man sich ein bisschen traut. Ja. Ich glaube, die merkt das nicht. Ha? Was wollen Sie? Dann gehen Sie bitte wieder zurück in Ihren Bereich. Ja, geh schon. Da stinkt es nur so seltsam, wissen Sie? Deswegen möchte ich ja, dass Sie in Ihren Bereich zurückgehen. Bei EMA 2412 war es auch so, dass ich dann mal geladen wurde. Das war, glaube ich, eine Vorpremiere. Da waren relativ wenige Menschen. Das war nicht in Wien, ich weiß nicht mehr wo. Da habe ich dann das erste Mal Rolands damalige Freundin, die Monika Weinzettel, kennengelernt. Und dann haben da die Monika, der Fred und er dieses Stück gespielt und mir ist auch da wieder aufgefallen, dass halt die Themenwahl eine großartige ist. Die Erinnerung war die, dass wir aus einer sehr, sehr einfachen Idee, nämlich zwei Menschen müssen zusammenarbeiten, hassen sich aber. Das ist, glaube ich, eine Grundidee, die ja sehr viele Menschen auch privat kennen. Und da ging es gar nicht vordergründig um Beamtentum. Und das hat sich nur ergeben dann nachher. Und dann war klar, aber wenn zwei Menschen sich hassen und nichts miteinander reden, wird wohl kein Stück entstehen. Also brauchen wir ein Bindeglied in der Form von der Frau Knackerl. Wir waren in Innsbruck. Ich habe sie damals begleitet im Treibhaus. Und ich weiß, plötzlich geht im Hotelzimmer die Tür auf und der Roland sagt, du, der Fredi und ich, wir schreiben gerade und jetzt stehen wir an. Weil die zwei Beamten reden gerade nichts miteinander. Das ist jetzt fad. Ja? Du, da darfst du eine Sekretärin spielen. Eine kleine Rolle aber. Und ich habe gesagt, ja klar, super. Möchte ich auf jeden Fall. Ja. Und so kam es zur Knackerl. Und zur Mahlzeit hieß es dann auf der Bühne, der spätere MA 2412. Mahlzeit! Mahlzeit! Na, wo waren wir denn, ha?
Ich war bei dich. Wollen die Herren einen Kaffee? Ja. Nein. Na, war's jetzt. Ich schon, der Herr Breitfuß nicht. Ach so, also einen Kaffee. Richtig, Frau Knackerl. Mengenlehre. Wir hatten ja Requisiten und die haben sich ja verkleidet. Zwischen den Beamten waren sie ja auch die Parteien, die gekommen sind. Ja? Die Türken mit dem halben Lamm. Habe ich halbes Lamm, ja? Da haben wir da hinten alles gehabt. Der Roland hat schnell den Bauch ausgegeben und den Bord aufpickt und das Gewandl anzogen. Und da habe ich geholfen hinten, ja, weil meine Rolle ja als Knackerl relativ klein war damals auf der Bühne. Und da habe ich ihnen umziehen geholfen, schnell. Und wieder zurück umziehen. Und natürlich sind die zwei deppert, ja, weil die einfach probiert haben, auch sich gegenseitig rauszubringen, den Bord einmal verkehrt aufpickt haben oder so. Ja. Auch diese sagen wir mal, appetitlichen Zähne, die er sich da dafür ausgedacht hat. Und dieses Tupeche. Also auch da dieser absolute Mut zu Schönheitsdefiziten, ja? Um es mal so auszudrücken. Ja, gehörst. Wer stört? Bitte? Nein, tut mir leid, der Herr Breitfuß ist bereits für dich. Kann ich was ausrichten? Nein, gut, ist mir lieber. Bitte wiederhören. So. Der Roland ist ja sowieso der beste Schauspieler in der Szene. Und es gibt ja Dokumente aus seiner frühen Zeit, wo er noch, glaube ich, ernsthaft überlegt hat, ans Theater zu gehen, wo du siehst, was er für ein genialer Schauspieler ist. Also wie wir den Gelderode gespielt haben, den Makabren bei den Salzburger Festspielen, wo er den alten Mann gespielt hat. Und das war alles auch im Film übrigens, also eine Doppelbegabung, die ja nicht sehr häufig auftritt, dass begnadete Bühnenmenschen auch im Film gut sind und vice versa. Also wirklich großartig. Und das ist das, was er auch immer noch hat. Also man konnte da eigentlich nur daneben stehen und lernen. Philipp, was tust du immer mit der Schmutzjacke am neuen Lack? Der Hund hat mir gesagt, das ist wie ein Schleifpapier. Wirklich. Gehst du den Planeten absuchen? Ha? So wird. Die allererste Erinnerung an Hinterholz 8 ist, dass wir in der Kulisse im Schankraum saßen, eines Mittags, weil ich habe da in der Nähe gearbeitet, und Roland mir das Konzept von einer Fernsehserie vorgestellt hat. Also eine Fernsehserie, wo ein junges Ehepaar mit einem Kind beschließt, ein Eigenheim zu bauen. Und dann hat er versucht, was anderes daraus zu machen. Und das ist ja mittlerweile auch bekannt. Das, was er daraus gemacht hat, war ein Bühnenstück. Das war meines Wissens sein erstes Soloprogramm. Tut mir leid, es ist nicht mehr ausgegangen. Ich wollte mir einen schwarzen Anzug anziehen, aber es ist momentan. Nein, wir haben einen Zwischenmantel rausgerissen und der. Ja, jetzt muss ich mir die Dübeln kaufen da im Baumarkt. Aber vorher brauche ich noch das Einkaufswagen, weil ohne dem. Bin ich zum ersten Mal da. Bumst dich ganz schön schwer, so ein Einkaufswagen, was? Na, bumst aber. Bitte, grüß Gott. Was heißt wohl mit dem Gabelstapler hier? Ach so, Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal da. Ach so, das sind die Einkaufswagen. Dankeschön. Danke, lieb Trottel. Na, sind beide orange, oder? Und ich mochte auch die Erzähldramaturgie, die der Roland auf der Bühne verwendet hat. Und wir haben uns dann ein paar Wochen zusammengesetzt und haben aus dem den Film konstruiert. Mir war überhaupt nicht klar, dass der Roland da einer der absoluten Kabarettstars in Österreich war zu dem Zeitpunkt und ich da bei dem absoluten Superprojekt dabei sein werde. Das habe ich dann eigentlich erst so hinterher realisiert. Herzi, sollten wir nicht lieber den ÖMTC rufen? Margit, stell dich einfach nur weg. Ha? Stell dich bitte weg. Ja? So, pass mal auf. Du, ich hau gleich mein eigenes Auto, es ist so blöd. Bitte geht's weg!
bitte, da geht's nach Schulz, da geht's nach Leid, geh von der Zeit, aber bitte geht's weit weg von mir! Und du kannst auf, du Sch. Fahr! Na, nicht mit mir! Fahr! Nicht mit mir! Skaff! 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 Was ist du? Kannst die Monat, du! Kannst du! Skaff, du! Skaff! Skaff! Mit dem Chepant ist treu den Sulz im Wiederwald. Ein Buch. So ist komplett. Okay. Okay. Geht schon vor mir. Ich habe mich damals wahnsinnig gefreut und ich rechne das ihm auch hoch an, dass er mich damals engagiert hat, obwohl ich überhaupt keinen Namen gehabt habe. Also ich war völlig unbekannt zu dem Zeitpunkt und es gab wesentlich größere Namen, die man hätte nehmen können für diese Rolle. Ich habe damals in meiner, also wie ich in der, ich habe ja 7 Jahre HTL gemacht, da hat man ja viel mehr Zeit für Realpraxis. Und da habe ich Bekannten geholfen, Haus bauen. Also ich habe deren Haus geplant. Und das war das Haus in Höflein, wo Hinterholz 8 gedreht wurde. Also das war das Haus von Meyer. Und da bin ich bei den Dreharbeiten dann erschienen. Dreharbeiten waren, wie man dem fertigen Film bis heute entnehmen kann, ziemlich anstrengend. Dann war es auch so, dass der Roland Thüringer den Herbert Kritschall sehr körperlich angelegt hat. Das ist ja kein Intellektueller, der Kritschall, sondern das ist ein Mensch, dessen Gefühle sich in Bewegungen und in Aktionen ausdrücken. Das heißt, es war auch anstrengend. Und es hat sich aber für mich spätestens da abgezeichnet, dass im Roland Thüringer also ein ganz, ganz, ganz großer Volksschauspieler entdeckt ist. Oh, hallo. Okay. Was ist passiert? Nix. Schläf uns gerade einen Köhler. Komisch. Bei diesem Walkman hat das so leicht ausgeschaut, gell? Sag einmal. Weg bitte hin von der Wand, Herst! Herbert, bitte schreist du mich nicht an? Naja, Hinterholz 8 war ein bisschen unsere Geschichte, unsere private Geschichte, weil wir zu der Zeit zusammengezogen sind und ein Haus hergerichtet haben. Und viele Geschichten davon uns passiert sind, also das mit der Schleifmaschine, diese Bodenschleifmaschine ausborgen und du hast einen gelben Zettel von der EVN an der typischen, leider, wir haben den Strom abdrehen müssen für das Wochenende. Okay. Yes. Ich habe zwar immer, das ist eine persönliche Meinung, immer die Stücke viel besser gefunden und war viel begeisterter von dem, weil über die Linse halt viel verloren geht. Da kommen 10% von der Kraft durch, die tatsächlich stattfindet. Aber dass das trotzdem funktioniert und ich glaube, es war 98, wo ja, hinter Titanic der zweitbeste oder zweitmeistgesehene Film im Kino mit Hinterholz 8 war. Ja, dass das geht, von armen Menschen, bitte. Ich kann mich erinnern, ich habe damals sogar die Laudatio für die Romy gehalten. Da hat er die Romy bekommen. Und es haben damals wirklich viele mit dem jungen De Niro verglichen. Und das habe ich dann in dieser Laudatio auch gemacht, weil er so unglaublich wandlungsfähig ist. Und der Roland hat sich bis zu den Haus schon überlegt, was trägt dieser Mensch für Hausschuhe, ja, diese Rolle. Und was würde der wählen, was mag der zum Essen und was ist der für ein Sternzeichen? Also das sind so Ansätze, wie wir sie von Robert De Niro zum Beispiel kennen, den du ja in vielen Filmen auch nicht erkannt hast. Also da war er wirklich sehr akribisch, auch in der Rollenvorbereitung. Ja, weißt du, wie es ist? Da bist du dann weg zur Olympiade und auf einmal lernst du ihn kennen. Ne? Ja, weißt du, Klick aus dem Bundestrainer vom Leichtathletikverband, wenn du verpick aus der Gabi. Aber ich bin jetzt der beste Hose aus der Siedlung, möchte ich da nicht mehr sagen. Ja, und genauso schnell, wie der Gabi drin war, war es der Kampfmannschaft draußen. Das ist schon was, wo der Roland einzigartig war, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, der ist in seinen Sachen immer sehr extrem.
Also wenn man den auf Gleise stellt und in eine Richtung schickt, der rennt los und hört nicht auf. Und du kannst den nicht stoppen. Jetzt bei Superbolic hat er sich damals aufpumpt und tatsächlich alles gemacht, um das darzustellen, was er gespielt hat. Wieso, Deppert, da waren noch Fitnessstudio-Zeiten, da haben wir diese Hosen der Marke Trosti nie angehabt. Ja. Diese gemusterten Bluderdinger. Ja. Was mich fragst, sind wir alle einen Sprung im Schüssel, die ganze Bodybuilder. Ich meine, schau es mir an, die Komplex. Die ganze Kanäle sind mir natürlich, wenn die ganzen Muskeln weg sind, die Hosen haben, die Wappler. Ob der Meier den Zumpfall nicht ein bisschen zu viel bedeutet. Man darf das nicht immer so im Vordergrund schieben. Die Hobbypsychologen machen das auch immer so gern, gell? Feiert er nur deswegen so ein starkes Auto, weil er so ein ganz Zumpfall hat. Na klar, jeder Kadettdieselfahrer sitzt mit so einem Lottositzer drin, der weiß man, wer lenken soll, nicht? In Erinnerung ist mir immer nur bei Superbolic, wie auftrainiert er damals war. Und ich weiß, dass das, glaube ich, für die Monika viel Arbeit war, die ihn da hochtrainiert hat, dass der wirklich so ausgeschaut hat. Ich war ja Personal Trainerin und ich durfte ihn ein bisschen, weil das hat er schon selber kennen, die Handeln heben, aber ein bisschen auch unterstützen mit, als Trainerin, ja. Er hat schon Lots gesagt. Ah, du tust eh. Nein, ich wollte nur nice. Nice. Das ist ein gutes Gefühl. Wirklich. Die Benzinbrüder habe ich natürlich auch mitverfolgt und das war eigentlich eine harte Geschichte, verpackt in ein Papier oder in ein Cover, das die Massen ins Kabarett gebracht hat. Und das ist, wissen auch alle, so weit gegangen, dass er in der Stadthalle dann Benzinbrüder aufgeführt hat, in der Stadthalle D, zweimal hintereinander, weil es ausverkauft war, ein bis dahin nicht dagewesener Erfolg eines Kleinkünstlers. Ein schöner Schatz. Da ist jetzt überhaupt nichts lustig, ja? Dass er damit offensichtlich einen Nerv getroffen hat bei vielen Leuten, ist ganz klar. Ich glaube, dass er oft genau am Punkt war eigentlich. Und zwar so genau am Punkt, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass er ihn oft selber geschreckt hat, weil man soll es nicht glauben, der Roland ist niemand, der etwas tut, damit er den Leuten gefällt. Oder damit er die Stadthalle zweimal ausverkauft. Und ich habe eher den Eindruck, dass er damals sogar eher überrascht war mit diesem riesigen Erfolg. Ist ein kleiner Lehrer aufgefallen, der hat mich dann runtergeschickt zum Schularzt. Und der hat eine peinlich genaue Untersuchung gemacht, mit allem drum und dran, gefragt, wie es geht und hat alles dazu. Und ja, sind wir draufgekommen, eindeutige Diagnose, Vitaminmangel. Und darum haben wir die Mama jeden Tag in den Schuh mitgegeben, mein Abfall. Ja, aber nicht die Leiwanden, die großen Grünen, was schmeckt wie das Haarshampoo, sondern so kleine, so gelbe, so verhuselte, so frisch, saftig, geschissen halt, also wirklich. Ich habe mich sehr gefreut, dass für den Roland das so aufgegangen ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mein Vater ihnen vermitteln konnte. Ich glaube, die haben es alle probiert auf irgendwelchen Schauspielschulen. Ich war auf einer Schauspielschule, ich weiß auch, wie es dort zugeht. Und man versucht halt dort ein klassisches Bild der Schauspielerei zu lehren, bis heute nehme ich an. Ja. Und das war so cool, weil mein Vater ihnen gesagt hat, pass auf, versuch nicht irgendwas zu lernen, nimm das, was du bist, das, was du hast und mach was draus. Und der Roland hat ein unglaubliches Talent. Da gibt es ein paar Leute, die haben das. Der Roland geht auf eine Bühne und er braucht nichts sagen. Die Leute fangen an zu lachen. Ich habe den Roland einmal gefragt, das war auch vielleicht ein schöner Satz, den er mir mitgegeben hat, weil ich gesagt habe, ich muss nervös sein, haben wir diskutiert. Und er hat zu mir gesagt, ich bin da nicht nervös, weil ich 20 cm höher stehe. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Ne? Du gehst einfach darauf und erzählst deine Geschichte. Und fertig. Also mehr ist nicht, aber weniger auch nicht. Dabei habe ich immer sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Ich habe immer gewartet, bis finster ist in der Wohnung. Mama, Daddy, fest zageln. Da bin ich hergegangen, weil ich hab da so Post an der Wand hängen. Ich hab da Stimmung gemacht, so, bist du deppert. So. Und dann ist schon da hingegangen, bis in die Früh, gebe ihm Vollgas. Wow, auf Langstreckenbewerb. Als Kind glaubst du, das interessiert wen. Nicht? Und dann hab ich noch gehabt, ich darf ja gar nicht da denken, hab ich gehabt im Nachkastel drin, so meine Utensilien, ein Skibrille, die Skibrille hab ich genommen, die Skibrille hab ich mir aufgesetzt, so. Ja, weiß ich, dass wenn sie nicht ins Gesicht einspritzt oder was, weiß ich nicht. Und
Dann habe ich gehabt einen Holzkochlöffel, den habe ich der Mutter gehabt, einen alten, schönen Holzkochlöffel. Habe ich genommen zwischen die Füße, einen Holzkochlöffel rein. Ne? Und dann habe ich mit der Faust gemacht in die Tuche in der Loch. Und das hat schön passt, so was ich so richtig so. Na, wie ein Monokok. Und in das habe ich mich reingesetzt dann. Und mit den Turtentöller von der Mutter, das waren immer die Klassen, das waren die Spultlisten, ja. Da habe ich gelenkt, ja, da gelenkt, da habe ich geschalten. Ich bin gerade Priest durchgefahren. Aber nicht auf Deppert, ich habe geklebt in der Welt. Wirklich, weil ich mich da reingesteigert mit allem drum und dran. Also wirklich alles. Raffenwechsel, Teambesprechungen, Siegerinterviews, wenn ich gewonnen habe. Und monatelang ist das super gegangen eben. Und das war dann, das muss gewesen sein, so dass ich jetzt kein Plätzchen rede, das war Hockenheim. Ja, nein, Hockenheim, da hast du mit die lange Gerade vor der Schikane, so eine leichte Rechte ist. Ja, sechster Gang voll, in Begrenzer, ich will gerade anbremsen, ja, und in dem Moment geht die Tür auf die Mutter im Zimmer und sagt mir, Kalle, bist du denn narrisch geworden? Ist aber jetzt nicht wahr. Sag mal, jetzt weiß ich endlich, wo meine Tortentöller hinkommen heißt, ja, hä? Na, weißt du, was das für die Psyche von einem jungen Menschen heißt, wenn das passiert? Na, furchtbar. WM-Saison war für mich vorbei. Ich glaube, da kann er aus dem Vollen schöpfen, aus seiner Kindheit im 10. Bezirk. Also er kann da, ist ein wahnsinnig guter Beobachter, glaube ich, und kann das einfach alles sehr gut verkörpern. Ich glaube nicht, dass er so ist. Also würde ich widersprechen. Also ich würde mitnichten sagen, dass der Roland so ist, wie er im Kaiser-Mühlen-Blues war. Als ich das Himmelfahrtskommando übernommen habe, eine Serie, wo alle Teilnehmer haltlos zerstritten waren, wieder aufzusetzen, das war damals so, Mitte der 90er Jahre, haben ein paar Leute, die ich persönlich sehr mochte und noch immer mag, wie der Lukas Harald, gesagt, Harald, sei mir nicht böse, ich will mit diesem Haufen nie wieder irgendwas zu tun haben. Und dann gab es Lücken zu füllen und dann wurde in Redaktionssitzungen darüber nachgedacht, ob der Roland Thüringer den Lukas Resetaritz ersetzen könnte. Und es hieß dann zum Glück ja. Und dann gab es eine legendäre Besprechung mit einem meiner großen Seelenfreunde, mit dem Ernst Hinterberger, der uns beiden, dem Roland und mir, zugehört hat, wie man versucht haben, so eine Figur zu beschreiben, so einen Menschen, der nicht über die Maßen intelligent ist, aber hoch hinaus will und das irgendwie nicht schafft und auch die Wahl der Mittel eigentlich immer kleinkriminell ist. Und Ernst saß da und hat gesagt, ja, ich weiß noch nicht genau, wie er das macht, aber ich weiß, wie er heißt. Der heißt Josje Täubler. Und so hieß er dann auch. Und das war das, glaube ich, wo der Roland sich schon in die Herzen eines größeren Publikums gespielt hat. Täubler! Täubler! Ja. Ja, sind Sie denn wahnsinnig geworden? Also, das ist doch die Höhe. Was ist? Wo brennt's? Ha? Der Feuerhalle brennt's. Jüssers. Der Oberhofer wartet schon seit 10 Minuten auf sein Begräbnis. Ach so, und hat er sich schon aufgeregt oder was? Reden Sie nicht blöd, stehen Sie sofort auf. Ernst, der Oberhofer hat 82 Jahre auf sein Begräbnis gewartet. Oder 10 Minuten einer der Blasen, oder? Das ist der größte Volksschauspieler, den wir haben. Also ich kann mich erinnern, als wir zu Poppets-Dreharbeiten nach Gran Canaria flogen, war eine Beleuchterpartie dabei. Und irgendwer hat dann Roland gefragt im Flugzeug, was er bei diesem Film macht. Und er hat gesagt, ja, ist auch ein Beleuchter. Und die haben sich ein bisschen gewundert, dass sie ihn nicht auf der Stabliste gelesen haben. Aber sie haben ihm das abgenommen und er hat das überzeugend dargestellt, ziemlich lang. Tut mir leid, dass du Probleme hast. Schließlich wollen wir ja, dass du dich bei uns so richtig wohlfühlst. Und gusch! Punkt 1. Mein Koffer ist nicht da. Gut. Punkt 2. Ich kann hier nicht telefonieren. Gut. Punkt 3. Es ist mir nicht möglich, diese Anstalt zu verlassen. Gut. Punkt 4. Das Essen ist derartig liebevoll zubereitet, dass meine Frau nicht weiß, ob sie das zuerst fuhren oder hinten entsorgen soll. Gut. Punkt 5. Ich lebe zu 27 in meinem Bungalow. Ich, meine Familie und 24 Kakerlaken. Gut. Alles ganz normaler Urlaub. Eigentlich ja. Das war die Zeit, wo er so viele Autos gehabt hat. Da war so eine Riesenhalle.
Und da sind so die Amish-Schlitten auf so Podesten gestanden und waren natürlich schwer beeindruckt, weil wir haben da irgendwie so, nicht zwingend den Kit aus dem Fenster gefressen. Aber da haben wir gesehen, mit der Kleinkunst kann man auch überleben, wenn man es richtig macht. Und das Schönste war überhaupt, dass er gesagt hat, ich kann dir das schon sagen. Und dann hat er die Türe aufgemacht von dieser riesen Garage. Und dann hat er so einen Gegenstand genommen, den hat er so zur Türe hingeschoben, dass die nicht mehr zufällt. Und dann habe ich gesagt, das ist der österreichische Filmpreis. Ich sage, na, kann man auch gut verwenden. Sagt, ja, da hat er wenigstens einen Sinn. Und das habe ich sehr charmant gefunden. Zwölf Jahre, da war es mir sicher gewesen, das amerikanische Autos, nicht? Ja, stolz hat er. Also, jetzt habe ich das alles, was man als Bub gern gehabt hat, auf einmal habe ich das. Nicht? Corvette und so, bis da deppert. Ja? Und habe dann aber schon immer so gemerkt, dass es eigentlich eine ziemliche Belastung ist, der Dreck. Das ist mir bei all den Sachen, die wir uns anschaffen im Leben. Irgendwann werden die Dinge größer, als wir sind. Kennen Sie das? Je nachdem, was halt gerade, was ihn gerade beschäftigt hat, das hat er sehr schnell seiner Umwelt mitgeteilt und seine Umwelt davon aber auch faszinieren können. Also ob es jetzt amerikanische Autos waren oder ob es Motorräder waren. Der Roland hat ein bisschen immer so den Eindruck vermittelt, er lebt nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Ich wollte mit der Corvette, schöne Corvette, tierverklebte Corvette, also mein Corvette ist so tief gewesen, die Armmaßen sind rundherum gegangen. Ja. Ja. Geiles Wagen, ja. Und ich wollte eine Ausfahrt machen mit der Corvette, hab mir noch zwei Stunden ins Häusl endlich so weit, dass das hatscht, aber wenigstens rennt, ja. Und ich roll ganz langsam aus der Halle raus. Und da ist dort, wo das Garagentor einrast, ist unten so eine kleine, so eine Nase, so ein Metall, so ein kleines, das ist, na, wenn das so hoch ist, ist viel. Und genau dort hab ich mir so einen Wandel aufgerissen. Und 10 Liter Öl sind vor meiner Halle so, wuff. Ich hab's reingeschoben, zurückgeschoben und gesagt, danke. Pauschalverurteilung, alle amerikanischen Autos sind Scheißhäuseln, braucht eh keiner und weg waren. Das geht bei mir sehr schnell. Das geht dann genauso schnell, wie es da waren. Schwuppdiwupp, an uns aufgeben, innerhalb von 14 Tagen waren die Autos weg. Ja, super. Und sich dann irgendwann einmal darüber zu Gedanken zu machen, brauche ich die? Was heißt das eigentlich? Was stelle ich da mit dem? Und die dann zu verkaufen, zum Beispiel, das ist eine Qualität. Also er reflektiert sehr wohl seine Liebe zu Dingen, die er lang hat. Und das hat er immer gemacht. Jetzt, wo in der freien Wildbahn ja die Buschwindröschen schon langsam am Verblühen sind, da führen wir unsere selbstgesteckten Tulpen, unser Auge und auch unser Herz erfreuen. Da hält es ja der Hobbygärtner gar nicht mehr aus, drinnen in der warmen Stube. Da muss man raus und einfach ins Garteln anfangen. Sag mal, wisst ihr, was ihr sagt? Kindische Offen? Möglicherweise ein paar feste Sautrot. Ja. Und vor allen Dingen nicht fernsehtauglich. Wenn Roland auf was steht und was super findet, und in dem Fall war das zu einer Zeit, wo noch niemand über Green Gardening oder irgend sowas geredet hat, also er war da sehr weit vorne, und der Roland sagt, Garten ist seins, dann brennt er so für diese Geschichte, dass man gar nicht anders kann, als da mitzubrennen. Und wir waren ein Jahr lang beim Roland in seinem Garten, weil das meiste ja wirklich in seinem Garten gedreht worden ist. Intensiver Paradiesgeruch. Und das Ende Februar. Ja, aber glaubst du jetzt nicht, dass die momentan nur ein bisschen zu wenig Licht haben, die kleinen Pflanzen? Hm? Schwester, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und nicht machen. Er hat uns wirklich die Rutschen gelegt und alles sehr an uns herangeschrieben, damit wir nicht Schauspielerinnen, wie ich es bin, uns relativ leicht dann da haben. Also das war sehr super. Und ja, dann war ich halt die Schwester und habe mich halt bemüht, so zu tun, wie wenn er mein Bruder war. Und das hat während diesem Jahr, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wir waren uns sehr nahe. Der hat ja viele Phasen, glaube ich, in seiner Karriere durchgemacht. Er hat in den 90er Jahren war er, glaube ich, kommerziell und was Popularität betrifft, auf seinem Höhepunkt. Und es war ihm aber völlig egal. Und er hat dann Programme gemacht, die sozusagen genau das Publikum, das er vielleicht davor angezogen hat, dann vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen hat. Und hat dann die Viertelliterklasse gemacht, wo er noch mit dem Titel, die Viertelliterklasse, dieses Publikum genau wieder
geholt hat, die glaubt am Motorsport haha, und hat dann vorgelegt ein Programm, wo es über die Schwierigkeit eines Alkoholikers geht, und ein sehr ernstes Programm in Wirklichkeit. Und dann ist er hergegangen, hat sich eine 8 kleine Jägermeisterflaschenhose gekauft, hat sich irgendwo im Mantel oder Schäfer versteckt. Dann hab ich dann schon gewusst, was der jetzt für einer ist. Sein Kollege! Aber harmlicher! Ich sehe jetzt nicht gerne Alkohol am Arbeitsplatz. Da bin ich sehr, sehr streng, weil also da kenne ich keine Gnade persönlich, aber ich denke an einen Tag wie gestern, wo es ja was zu feiern gibt, Weihnachtsfeier und so. Und wenn unser Heraustechniker, der Herr Frust, sich da schon bereit erklärt, die technische Leitung des Abends zu übernehmen, der wollte halt in dem Fall jetzt nicht einmal christlicher sein als der Papst, wie man so sagt. Und mir ist ja nur unbegreiflich, wo dieser Mensch das hinkriegt. Der muss irgendwo, hat der ein Reservoir oder was. Also für mich ist dieser Herr Frust eine wirkliche Biervernichtungsmaschine, nicht? Damit hat er erstes Mal aus meiner Sicht stark gebrochen mit dieser Mehrpublikum, immer größer, immer stärker werden und sich besinnen auf die Sachen, die er erzählen will. Wir sind alle jene Systemtrotteln, die es schon langsam satt haben, im Hamsterrad zu laufen und all jenen, die vom System fest profitieren, den Deppen zu machen. Wir sind fast ein bisschen wütend. Ganz einfach deswegen, weil wir angelogen werden, und das ständig, ja, und keiner unserer Politiker den Mut hat und die Eier, endlich aufzustehen und die Wahrheit zu sagen. Ich habe dem Roland sozusagen das Schlusswort dieser Serie überlassen, deswegen, weil es genau damals am Punkt gelegen ist, weil das Wutbürgertum wurde ja dann irgendwann mal umgedreht und umgemünzt mit einer anderen Interpretation. Damals war es aber so, dass ich von einer politischen Satire das für ein sehr gutes Schlusswort gehalten habe. Und da ich wusste, ob der Roland kann das besser als ich, und das war damals in Graz, und da war wirklich, wirklich Stille in diesem Riesenzimmer. Und wir sind mehr, als ihr glaubt. Und wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden. Wir werden sie behalten, damit wir schreien können. Wir sind wütend! Wir sind wütend! Wir sind wütend! Die Wutbürgerphase, das fand ich eigentlich sehr mutig, dass er gesagt hat, du, ich habe eine Meinung und die vertrete ich. Und aus. Und fertig. Er ist mit Sicherheit auch ein eine große Inspiration für mich, was gesellschaftliche Debatten angeht, weil er, was das betrifft, völlig angstfrei ist. Da sind wir jetzt, in der Neuzeit. Dieser tollen Zeit, wo es den Menschen auch noch nie so gut gegangen ist wie heute, muss man dazu sagen. Ja? Das ist nicht von mir der Satz, das hat ein sehr, sehr kluger Mann gesagt, und zwar der Chef von Nestle. Und der muss ja wissen, wenn man in der Schweiz sitzt, wie gut es einem da geht. Und weil es uns allen so gut geht, kann man das auch sehr schön beobachten. Man sieht ja fast nur mehr strahlende Menschen auf der Straße, stimmt's? Vielleicht, wenn sie halt im Stau zufällig da hergefahren sind, sind sie sicher drin gesessen. Fast erleuchtet, vor lauter Glückseligkeit, ja? Die Trilogie habe ich wahrgenommen als, ich sage einmal, spannend, weil es komplett neu war und weil er von Gedanken beseelt war oder teilweise auch noch ist, die man vorher an ihm auch nicht gekannt hat. Er hat die Sachen offen angesprochen, die immer Bedürfnis waren. Sie sind auch sicher einer von den anderen, wenn sie in der Früh in den Lift einsteigen. Hoffen, dass sie drin keinen treffen, mit dem sie reden müssen. Weil sie eh so viele Freunde haben auf Facebook, jetzt müssen sie mit dem offen da auch noch schwafeln vielleicht. Dann mit dem Lift runterfahren in die Tiefgarage, in der Tiefgarage in ihre Gehprothesen einsteigen, ins Automobil, sie dann mit dem Automobil ein paar Kilometer durch den Stau wölzeln, ja, in der nächsten Tiefgarage verschwinden, wieder in den Lift einsteigen, auffahren in den dritten Stock, sie dann dort mehrere Stunden sitzend am Arbeitsplatz vergnügen, wenn man das so nennen darf, dann wieder in den Lift einsteigen, runterfahren in die Tiefgarage, wieder in die Gehprothese einsteigen, mit dem Auto in die nächste Tiefgarage verschwinden, wieder in einen Lift einsteigen, in den fünften Stock hinauffahren und sich dann dort 1,5 Stunden lang auf einen Stepper stellen und Geld dafür bezahlen und kein einziges Mal auf die Idee kommen, dass vielleicht zu Fuß in die Haken gehen. Da haben dann viele Leute gesagt, nein, das ist,
der Thüringer reißt keine Schmäh mehr. Das ist auch ohne zu verstehen, was er damit wollte eigentlich. Ja. Na klar, aber im gewissen Alter kommst du drauf, na gut, das Leben ist nicht nur Schmäh führen. Ja, es gibt vielleicht auch Dinge, über die sollten wir uns unterhalten, die sind nicht lustig. Und da haben sie dann immer mich die Leute so gefragt, so nach, kennst du den Thüringer? Ja. Und ich sage, wie kennt man jemanden? Ich bin immer sehr vorsichtig, wie man jemanden kennt. Ich sage, ja, es gibt zwei, drei Begegnungen mit dem Roland. Ja, doch. Ja, hat er Kugel im Bord. Und das finde ich einfach genial. Da hängt sich Kugel im Bord und die Menschen sprechen darüber. Weil es überhaupt nicht darum geht, was der sagt, sondern dass er Kugel im Bord hat. Und für mich ist er immer so ein Spiegel der Gesellschaft. Und ist, glaube ich, willens, wenn es für ihn nicht mehr passt, zu sagen, ich mache das nicht. Sonst der Herwig erklärt nichts um jeden Preis. Also einfach plant Veränderung und verändert. Wir sind süchtig auf Informationen, wir sind Informationsjunkies. Und mit Süchtigen hat dann der Dealer immer ganz leichtes Spiel. Weil da geht es plötzlich nicht mehr um die Qualität, da geht es nur um die Quantität. Da geht es um die ständige Verfügbarkeit dieser Droge. Ist da ein WLAN herinnen? Habt ihr sehr WLAN? Ist er? Gott sei Dank, ein WLAN. Hast du das Passwort? Hast du Gott sei Dank, ein Passwort. Gott sei Dank, stell dir vor, kein WLAN, ich habe die Kugel, kein WLAN. Und dann verbringen wir automatisch wieder wertvolle Lebenszeit im Internet, um Informationen zu finden. Nein, das darf man nicht. Wir verbringen diese wertvolle Zeit im Internet, um von den Informationen gefunden zu werden. Nicht wir sind die Jäger da drin, wir sind die Gejagten. Darum heißt es ja nichts. Nicht? Der Fischer ist nicht der, der im Netz ist. Das sind schon die Fische. Alle haben sich gefragt, wo führt das hin? Wird das jetzt ein zehnteiliges Erlebnis? Er macht zack, dreht sich um am Stand und geht Vollgas in eine andere Richtung. Also ich muss ehrlich sagen, mit dem Regenerationsabend, den er ja jetzt spielt, weil er genau weiß, was den Leuten wahnsinnig gut gefällt und was er mal wieder Spaß macht, trifft er, glaube ich, sehr viel Best-of-Sachen von ihm, wo er sagt, ich füttere euch wieder mit Material, wo ich weiß, das macht mir einen Spaß, wenn ich spiele, das macht euch einen Spaß, wenn ihr es anschauen könnt. Ich habe es ja jetzt wieder gemerkt, wie wir letztes Jahr Weber und Breitfuß gedreht haben, dass nicht nur mir, sondern vor allem dem Roland Thüringer, der Ingenieur Engelbert Breitfuß, total ans Herz gewachsen ist, was ich nachvollziehen kann, weil das ist so eine richtige österreichische Volksfigur, Volksbühnen, Volksfilmfigur, wie es es ja sonst meines Wissens nicht gibt. Das hat für mich schon fast so was Nestorhaftes. Das ist so, hat so eine, diese Art von Volkstümlichkeit im allerbesten Wortsinn. Na, was ist für zwei Eierbeeren? Braucht ihr eine extra Einladung? Haben Sie jetzt Eierbeeren zu mir gesagt? Nein. Gut. Gehen wir. Der letzte Simulantenbus wartet nur noch auf euch. Abmarsch. Also wenn man mit dem Freddy und mit dem Roland am Set ist dann und die sind in diesen Kostümen, es ist auch wenn die Kamera nicht läuft, reden die dann die ganze Zeit so. Oder es rennt für mich immer der Schmäh. Also die sind ein total eingespieltes Team. Durch das Revival von Weber und Breitfuß haben wir wieder einen wirklich engen Kontakt. Einen engeren lustigerweise, als wir hatten als Junge. Mich hat das berührt, die Reunion von immer 24/12. Ich bin zwar ein wenig älter, als der Roland und der Fred. Aber es war irgendwie so, und ich scheue diese Plattitüde nicht, es war ein bisschen so, wie würde man dort weitermachen, wo man vor 20 Jahren aufgehört hat. Also das war schon beeindruckend. Und was mir die größte Freude gemacht hat, was ich Ihnen erst ganz am Schluss gesagt habe, ist, dass sowohl Roland als auch Fred von der Spielfreude her und von der Kraft her auf keinen Fall schwächer oder schlechter waren als damals. Na, jetzt werde ich fast ein bisschen allein gemützelt. Das Spannende am Roland ist ja, dass er nie gleich bleibt. Er wird sich immer verändern, es wird immer was Neues geben und ich glaube, der Roland wird bis zum Schluss uns alle überraschen. Und das ist gut so, deswegen braucht man ihm auch nicht irgendwie wünschen, bleib wie du bist oder so, weil das macht er sicher nicht. Er wird sich verändern und das ist gut so. 60 wird er? Ich wünsche dem Roland zum 60. Geburtstag, dass er dort, wo er angekommen ist, dass er
dass er den Rest seines Lebens dort bleiben kann. Ich wünsche ihm, dass er so bleibt, wie er ist, dass er sich treu bleibt, dass er glücklich ist. Dass die Botschaft ankommt, das wünsche ich ihm. Dass er gesund bleibt, das ist einmal das Allerwichtigste, weil sonst können wir gar nichts. Das, wo er jetzt ist, und ich glaube, ich sehe ihn dort relativ harmonisch, ja, beibehalten kann. Dass jetzt nicht mit 60 die große Müdigkeit ausbricht, das glaube ich nicht. Dass er so viele tolle Abende mit dem Publikum weiter verbringen kann und so viele Menschen begeistern kann. Dass er auf diesem Weg, den er weitergeht und den wird er weitergehen, glücklich ist. Ich wünsche ihm, dass das, was er wirklich erreichen will in seinem Leben, ihm auch gelingt. Und zwar zumindest irgendwann einmal so, dass er selber damit zufrieden sein kann. Ja, und Happy Birthday sagt man, glaube ich. Und vielleicht schaut er irgendwann aus wie 60.